Kartenfalltechniken kurz und knackig erklärt. Heute die diagonale Aufstellkarte. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Kartenfalltechniken kurz und knackig habe ich schon einige gezeigt. Aufstellkarten siehst du hier, räume ich gleich beiseite, sind alle verlinkt. Es gibt immer Playlists bei mir, wo du die wunderbar findest. Heute gibt es die diagonale Aufstellkarte und zwar im Querformat. Ich erkläre das einmal kurz und knackig. Ich habe eine große Menge Karten gebraucht als Dankekarten für neue Teammitglieder und da musste das ganz schnell gehen. Du brauchst ein A4-Blatt. Ich habe Grundweiß genommen, extra stark, und ein Stück Farbkarton in farbig. Zugeschnitten das Ganze, das A4-Blatt längs geteilt. Dann habe ich ein Stück von 10,5 x 29,7 mittig bei 14,85 gefalzt. Ein zweites Element als Auflage. Das bleibt also hier übrig beim A4-Blatt auf der anderen Seite oder du schneidest eben in Serie zu. In 14,85 x 10,5 eine Mattung in 14,3 mal 10 und ein weißes Feld. Da kannst du jetzt das extra starke nehmen oder den normal starken Farbkarton, dann nochmal 5 mm kleiner, das heißt in 9,5 mal 13,8 cm. So wird das Ganze zusammengesetzt. Ich hole jetzt einmal meinen Papierschneider und lege das hier mal so hin, dass du siehst, was ich jetzt tue. Ich habe ja gesagt, ich möchte in quer, das heißt, ich habe diese lange Form, lege das jetzt an mit dieser Spitze hier drüben und an den Knick hier unten, also auf die Hälfte, lege es ein, ziehe es einmal durch, falze die Linie hier nach oben und schon ist das Element fertig. Klebe jetzt auf, und zwar falte ich jetzt wieder zu, klebe auf, so wird hochgefaltet. Es wird natürlich andersrum hochgefaltet, also so, kann ich aber in beide Richtungen knicken. Und jetzt kommt doppelseitiges Abreißklebeband zum Einsatz. Wie gut und fest du das fixieren möchtest, ist deins. Ich habe in Serie gearbeitet, da muss das schnell gehen, dann wird immer rationell geklebt. Also, jetzt kleben wir das gleich große Stück vorne einmal auf. Ich setze es hinten an. Vorher im besten Fall gemessen, dass es gleich groß ist. Und kann das dann hier so aufstellen. Die Mattung können wir auch schon draufsetzen. Und dann kommt unser Motiv. Eigentlich war eins übrig. Falls ich jetzt so leicht unruhig in der Gegend rumschaue, suche ich gerade mein letztes fertig gemaltes Element, macht aber nichts, es erklärt sich ja eigentlich von selber. Dieses kurz und knackige. So, dann wird das so aufgestellt. Dann habe ich, egal was du nimmst, hier hat sich es eben angeboten, dieses Motiv mit den Büchern zu nehmen. Also dadurch habe ich ein Buch genommen. Habe ich hier schon mal vorbereitet, ausgeschnitten, koloriert, genau wie den Rest. Und brauche einen Stopper hier unten, also nehme ich dieses Element, nehme Abstandsklebepunkte, kleine oder große, ich habe gerade mal wieder die kleinen hier liegen, das sind immer die falschen, aber gehen genauso. Ich habe koloriert mein Motiv mit den Stampin' Blends. Hier habe ich eine schräge Kante dran, kannst du überlegen, jetzt habe ich sogar Fussel eingearbeitet, Moment, der kommt weg. Ob ich jetzt diese Kante nehme oder diese Kante, so finde ich es etwas gefälliger. Also setze ich das hier hin. Du könntest da drunten natürlich noch eine Mattung drauflegen. Wieder ein weißes Papier, bestempeln das Ganze. Aber ich denke, so funktioniert das. Dann wird das Motiv einmal gestempelt und koloriert. Ich habe das Set mit den Piepmätzen hier genommen und warmherzige Worte. Danke vielmals, passte sehr gut, brauchte ich nämlich. Das Motiv wird gestempelt, koloriert, vorne drauf gesetzt und schon hast du deine fertige Aufstellkarte. Siehst du, und ich bin jetzt am Suchen, wo mein Motiv ist. Mein letztes, das klebe ich da gleich auf die letzte Karte auf. Geht gleich los. Ja, das war's schon. Leichter geht nicht, oder? Ich denke, das ist eine der einfachsten Formen an Aufstellkarten, an diagonalen Aufstellkarten wohlgemerkt. So, und die
haue ich hier noch mal alles schön auf den Tisch. Du siehst meine bunte Vogelparade mit und ohne Bücher, je nachdem, was gerade passte. Ja, das war's. Hier geht's weiter mit noch mehr Ideen. Ich habe gleich mal die Liste mit den Kartenfalltechniken in kurz und knackig hinten angestellt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Und Daumen hoch nicht vergessen. Kommentare wird gern genommen. Hast du meinen Kanal noch nicht abonniert? Mach es jetzt.